Am 7. November 2020 hatten wir eine besondere Wetterkonstellation, eine sogenannte Inversionswetterlage. Eine große Rolle bei der Inversionswetterlage spielt der Erdboden. Er nimmt tagsüber von der Sonne die Wärme auf. Darum ist es am Erdboden tagsüber am wärmsten. Nachts strahlt der Erdboden bei klarer und windschwachen Verhältnissen in den Weltraum hinaus. Darum bildet sich Kaltluft am Erdboden. Im Herbst und Winter sind nun die Nächte so lang, dass sich besonders viel Kaltluft am Erdboden ansammeln kann. Nun hat die Luft eine bestimmte feuchte Menge gespeichert. Das nennt man die absolute Feuchtigkeit. Wenn nun die Temperaturen sinken, weil ja der Erdboden die Wärme ins Weltall hinausstrahlt, kann die Luft irgendwann die in ihr enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr halten. Die Luft kondensiert und es bildet sich Nebel und Hochnebel. Diese Wolken nennen sich Stratus. Je kälter die Luft ist, desto weniger Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Im Herbst und Winter ist es dann so, dass die Tage immer kürzer werden und die Sonne nicht mehr so lange scheint, beziehungsweise in einem viel flacheren Winkel scheint. Aus diesem Grund schafft sie es dann oft nicht, die bodennahe Kaltluftschicht wegzuheizen. Die Inversionswetterlage hat weiter Bestand und es gibt oft tagelang trübes Wetter. Bei diesen Lagen gibt es in den Tälern oft Frost und Hochnebel, während im Schwarzwald bei Sonnenschein milde Temperaturen gemessen werden. Inversionswetterlagen entstehen bevorzugt im Herbst und Winter bei klaren und windschwachen Nächten, denn wenn zu starker Wind weht, bläst er die Kaltluft einfach weg. So haben wir uns entschlossen, den heutigen Sonnenaufgang auf dem zweithöchsten Berg im Schwarzwald zu erleben, dem Herzogenhorn mit 1415 Meter über Normalnull. Bei klarer Sicht durften wir einen einmaligen Sonnenaufgang erleben, hatten einen Panoramablick von den österreichischen Alpen bis hin zu den französischen Alpen. Und die aufgehende Sonne versetzte die Berge in ein besonderes Licht, das sogenannte Bergglühen. Das Bergglühen ist eine Lichtstimmung bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang im Hochgebirge. Wollen wir den Sonnenaufgang die nächsten Minuten auf dem 1415 Meter hohen Herzogenhorn genießen?